Chronisches Darmversagen, wenn der Darm nicht mehr arbeiten kann und die Gefahr zu verhungern besteht. Der Begriff chronisches Darmversagen beschreibt eine unzureichende Verdauungs- und Resorptions-, also Aufnahmefunktion des Magen-Darm-Traktes aufgrund verschiedener Erkrankungen, die dann dazu führen, dass die Betroffenen mit Nährstoffen und Flüssigkeit unterversorgt sind. Die wichtigste und häufigste Ursache für ein chronisches Darmversagen ist das sogenannte Kurzdarmsyndrom infolge von einzelnen oder wiederholten Operationen am Magen-Darm-Trakt, die dadurch erforderlich werden, dass es zum Beispiel zu gravierenden Durchblutungsstörungen gekommen ist oder dass zum Beispiel im Rahmen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, in der Regel eines Morbus Crohn, wiederholt entzündete Darmabschnitte reseziert werden mussten und das dann irgendwann zu einer zu kurzen Darmlänge führt, die wir dann Kurzdarmsyndrom nennen. Manchmal geht das auch mit Anlage eines künstlichen Darmausgangs einher, aber das ist nicht immer der Fall. Im Vordergrund der Behandlung des chronischen Darmversagens stehen zwei Ziele. Einerseits die Kompensation der Unterversorgung mit Ernährung und zum anderen das Auffangen der Symptome, insbesondere von Durchfallsymptomen bei den Patienten. Für die Ernährungssituation gibt es die Möglichkeit einer entweder strukturierten Ernährungsberatung mit Anpassung oder zusätzlich einer künstlichen parenteralen Flüssigkeits- und Ernährungsnährstofftherapie, die auch im häuslichen Umfeld durchgeführt werden kann, für die spezielle Ernährungsteams zur Verfügung stehen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, über Medikamente eine sogenannte intestinal-rehabilitative Therapie durchzuführen mit Magen-Darm-Hormonen, die die Dünndarmschleimhaut aufbauen. Bezüglich der Durchfalltherapie gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Durchfall zu kontrollieren. Das muss im Einzelfall mit einem betreuenden Gastroenterologen in aller Regel abgestimmt werden. Aber auch hier kann eine wesentliche Verbesserung für die Patienten erreicht werden.